Leute, es geht endlich los mit dem Fußballmanager. Ihr seht, 2024, wir haben Urs Fischer auf dem Bild und damit etwas anderes als sonst. Die Auflösung ist nicht ganz perfekt. Es liegt daran, dass die Basis für dieses Game, der Fußballmanager bei mir 13 ist. Es geht auch beim Fußballmanager 14, aber das Game habe ich nicht und das ist irgendwie auch nicht erhältlich, außer man gibt 500 Euro aus oder so. Also Fußballmanager 13 mit dieser Mod EDs. Und ja, wir gehen direkt rein. Ich habe einmal geguckt, ob es funktioniert und es funktioniert. Wir machen ein neues Spiel. Es ist ein bisschen was anderes. Ich habe ja eigentlich einen Gaming-Channel, aber ich dachte, so Fußballsachen, die passen einfach mehr auf diesen Main-Channel von The Mountain. Also, let's go. Falls ihr einen Fußballmanager kennt, geil. Es ist einfach quasi EA-FC-Karrieremodus in 8000 mal geiler. Ich will auch eine FIFA-Karriere starten, aber erst, wenn das Game ein bisschen gefixt ist. Momentan ist auf dem PC, wo ich spiele, Performance nicht so gut und dies, das, Ananas. Also gehen wir rein in diese richtig, richtig geile Mod. Wir haben alle Transfers, wir haben alle Trikots, wir haben alle Stadien, Bilder, Grafik, alles wurde verbessert. Und ich gehe ein bisschen durch, aber es wird natürlich ein bisschen geschnitten, dass es nicht zu lange wird. Denn gerade in der ersten Folge werde ich noch viel einfach um die Sachen hier rumreden. Wir gucken uns aber erstmal den Spielmodus an. So, Standardmodus gibt es, Karriere, Verein gründen. Verein gründen habe ich überlegt, wäre nice, aber ist glaube ich ein bisschen zu lange. Wir machen Standardmodus, also wir holen uns eine echte Mannschaft. Verein besitzen machen wir, ich will nicht mit Entlassung spielen. Mit Mitarbeitern starten wir auf jeden Fall. Wir machen jährliche Anzeige von Gehalt. Ja, und Gesamtstärke, Talentsterne kriegen wir gezeigt. Okay, und Tipps einblenden am Anfang auf jeden Fall auch noch. Ich bin kein Profi, ich habe ab und zu mal gespielt. Da sehen wir die hier, Urs Fischer. Wir haben 1.9.23 die Datenbank, das passt. Uneingeschränkte Transfers machen wir. Talente randomisieren, verwenden sie echte Gelder? Nee, nee, das machen wir alles weg. So, und jetzt lädt ich einmal kurz schon rein. Jetzt kann man hier, falls ihr nicht kennt, alle Länder auswählen. Ihr seht die ganzen Länder, die es gibt. Und jetzt kann man hier natürlich alles simulieren. Bis in die zweite ägyptische Liga, Leute, what the hell. Also wenn ihr nur in Afrika spielen wollt, kein Problem. Oder nur die Top-Vereine. Das ist ganz typisch, denn hier seht ihr auch links, ob der Rechner das kann. Wenn ich hier überall die ersten, bis hier geht es in die dritte griechische Liga einfach rein. Halt Singapur bis in die zweite Liga. What the hell? Also ihr seht, ist absolut krass. Das machen wir natürlich nicht. Wir machen kurz empfohlene Ligen, zack. Und jetzt machen wir freie Konfiguration. Denn ich will ein bisschen was anpassen. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut, aber ich habe es eigentlich vorher getestet. Und zwar gehen wir bei den Top-Ligen. Also hier alle nur Top-Vereine in Algerien und so, ist alles voll okay. Dann ist spielbare Länder, genau. Dann ist mir wichtig, Oberliga in Deutschland. Oder machen wir Regionalliga? Doch, machen wir Oberliga in England. Skybet Championship ist ein bisschen die zweite Liga. Wir gehen hier ein bisschen in die dritte in England. Frankreich ist okay, das passt alles, sind halt die Top-Ligen, ne? Hier zweite Liga in Italien, das ist alles voll in Ordnung. Niederlande haben wir drin, Portugal haben wir drin. Top-Vereine. In Spanien ist es die zweite Liga, okay. Wollen wir irgendeine andere spielbare Liga machen? Ich denke eigentlich wenig, denn ich will eigentlich nur mit einem Verein spielen. Den hole ich noch gleich raus und dann gehen wir gleich schon in die Teilnehmerliste. Was man übrigens auch schon sieht, sind hier diese Jugendligen und Jugendmannschaften. Das ist allgemein mega geil hier einfach bei diesem Game, wie unfassbar detailreich das ist und wie viel du machen kannst. Als nächstes müssen wir uns Manager erstellen, den mache ich weg. Das war J2, das war einfach nur zum Testen. Wir machen uns einen neuen Manager, da gehen wir direkt rein. Hier bei der Trainerstellung kann man richtig coole Sachen einstellen. Wir nennen uns DT Mountonio, ein bisschen wie der Mountain, ein bisschen anders halt. Sind 22 Jahre alt, relativ junger Trainer. Man kann hier alles einstellen. Einmal die Sprache, ich habe Deutsch, Englisch gemacht, simpel. Aber man kann hier auch Lieblingsverein, niemals trainieren würde ich. Also so viel Detail, einfach so toll. Und wir gehen direkt weiter. Als nächstes kommt nämlich die Trainerstellung. Klar, die ist nicht extrem krass, wenn ihr wisst, was ich meine, aber es ist halt FM13 eigentlich, also ein Spiel aus dem Jahr 2012 und es hat jetzt schon 10-mal mehr Tiefe als der FIFA-Karrieremodus. Das muss man sich mal geben. So sehen wir jetzt aus. DT Montinho, Montonio, sorry. eigentlich ein Deutscher, egal. Auf jeden Fall, man kann hier ein bisschen die Größe einstellen. Man kann auch 3D-Kopf als Prothese benutzen. Dies, das, Ananas. Wir nehmen hier den Trainingsanzug. Ist ja auch alles nur so ein bisschen dies, das. Jetzt kann man sich hier helfen lassen. Und zwar mit Finanzassistent spielen. Dass man sagt, die Finanzen macht jemand anderes oder man macht es selber, wir machen es selber. Und man kann auch, man hat hier einfach ein Manager-Privatleben, so ein richtiges. Das zeige ich euch dann alles noch. Jetzt können wir sogar noch Familiendaten eingeben, das ist so krass. Ob wir eine Beziehung, gleichgeschlechtlich gibt es sogar, das wusste ich gar nicht. Verheiratet, feste Beziehung, ne, da kann man sogar noch eine Partnerin oder einen Partner erstellen. Ihr seht es hier unten, lassen wir aber so.
Wir bleiben einfach mal ledig. Wir haben keine Kinder. Kinder kann man auch machen. Also es ist wirklich Ditte Montonio, Junge. Krasser Typ. Let's go. Keine Familie, ledig. Wir sind noch relativ jung. Relativ. Gehen wir auf weiter. Und damit haben wir unseren Manager. Man levelt auch den Manager-Level auf. Das ist so geil. So. Den setzen wir rein. Man kann auch mit mehreren Vereinen gleichzeitig spielen oder so. Es ist ganz crazy. Es ist wirklich crazy. Und jetzt geht es natürlich an das Wichtigste, an den Verein. Wir haben ja bis zur Oberliga die Vereine angegeben. Das heißt, wir können hier jeden Verein nehmen. Jeden einzigen. Klar, wir können jetzt Bundesliga. Wir können jetzt hier sagen Union Berlin, ne? Oder Heidenheim. Ne? Die sind aufgestiegen. Oder wir nehmen eine zweite Mannschaft. Kann man nicht nehmen. Finde ich auch richtig. Das macht keinen Sinn. Weil die zweiten Mannschaften, wenn ich zum Beispiel erste Liga Gladbach nehme, dann spiele ich auch quasi die zweiten Mannschaften. Das seht ihr dann alles. Aber ich denke, viele, die jetzt hier drauf geklickt haben, die kennt es auch. Also wir können auch ganz unten Bayernliga zum Beispiel, Vereine, die man kennt. Ah, guck mal. TSV, Türkspor Augsburg haben wir, krass. Neumarkt, ich sehe gerade, ich habe natürlich schon ein bisschen Arminia Ludwigshafen. Ein bisschen die Sachen mir angeguckt und ein paar Vereine kennt man auf jeden Fall, auch aus dem DFB-Pokal der letzten Jahre vielleicht. Uerding kennt man auf jeden Fall. Hat man auf jeden Fall schon mal gehört. Dann, wenn wir weiter gucken, Sportfreunde Lotte hat man auf jeden Fall gehört. Und ja, da gibt es einfach einen. Ich klicke einfach mal durch. Ihr kennt die Mannschaften eigentlich. Aber da ich selber etwas aus dem Süden von Deutschland komme, FSV Frankfurt kennt man auch. VfR Aalen, definitiv. Schott Mainz auch schon gehört. Also, wir gehen aber Baden-Württemberg. Und hier den VfR Mannheim. Ah, Willing. Diese Mannschaft habe ich gesucht. Die war auch im DFB-Pokal vertreten. Sonnenhof Großachbach hat man vielleicht auch mal gehört. Aber jetzt VfR Mannheim. Oberliga Baden-Württemberg. Standen also relativ tief unter der Regionalliga-Loch. In der Oberliga Baden-Württemberg. Und da gehen wir jetzt weiter mit dieser Mannschaft. Und man kann jetzt hier noch eine Nationalmannschaft auswählen. Wir machen aber keine Nationalmannschaft trainieren. Ist natürlich auch geil. Man kann mit Deutschland einfach WM spielen. EM, also Nagelsmann. Kann man natürlich auch machen. Es gibt hier auch einen WM-Modus und so in diesem Game. Also beim Fußballmanager 24 bei dem Mod. Es ist richtig, richtig geil. Aber jetzt gehen wir erstmal, jetzt muss natürlich kurz geladen werden. Jetzt gehen wir rein ins Game. Okay, jetzt war das Laden natürlich direkt fertig. Wir sehen sogar richtig schön die Liga-Auflistung. Wir sehen die ganzen Ligen, die Oberligen. Oberliga Baden-Württemberg, dann kommen die Regionalligen. Dann dritte, zweite, erste Bundesliga. So, Oberliga Baden-Württemberg sind wir. Wir gehen weiter. Willkommen. Ja, also wegen Auflösung ist so, ist halt ein altes Game. Ich konnte jetzt leider nicht auf meine Auflösung hoch skalieren, deswegen wird es vielleicht nicht ganz so schön aussehen, aber ich hoffe, es wird alles gut. Es gibt Deko-Objekte, es gibt Tischplatten, man kann alles machen. Und jetzt sind wir schon im Game. Und ich sehe eigentlich alles richtig gut aus. Man konnte auch Designs auswählen. Dunkle, helle, ich habe mich fürs Dunkle entschieden. Ich hoffe, das ist ganz angenehm zum Anschauen für euch. Erinnert mich auch an IRFC, wobei ich muss sagen, IRFC 25, dem neuen, ich finde das Menü ein bisschen traurig, weil alles dunkel ist und naja. So, wir haben auch immer, wir haben schon, was als krasse Neuerung verkauft wurde. Hier zum Beispiel ein Newsfeed, ja, krasse Neuerung bei IRFC 25, gab es schon vor über 10 Jahren, ne, beim FIFA Manager, egal, ist eine krasse Neuerung auf jeden Fall, haben sich richtig was ausgedacht. Wir haben hier oben die Tabelle und das Geile ist, klar, man kann jetzt die Tabelle öffnen, dann sehen wir es in groß auf unserem iPad, sage ich mal, auf unserem Tablet. Wir können das Ganze hier aber dann auch, wenn wir wollen, Objekte entfernen, wir können Objekte platzieren, neue, zum Beispiel hier, wir müssen auch Sachen freischalten, weil ich sehr cool finde tatsächlich. Was machen wir jetzt dazu? Wir könnten jetzt hier eine Windmühle. So, dann haben wir jetzt hier oben eine Windmühle. Kann man natürlich auch wegmachen, braucht man jetzt nicht unbedingt. Man kann auch diese ganzen schließen, man kann auch das Budget, man kann es hier auch überall herumfliegen lassen, man kann Sachen tauschen, woanders hin machen und so weiter und so fort. Jetzt haben wir das zum Beispiel getauscht, aber ich fand es eigentlich so ganz gut mit der Tabelle hier oben, ein bisschen kleiner. Und dann, das sind die nächsten Spiele, die wir hier sehen können. Links wird angezeigt, wie der Kraft- oder Stärkevergleich der Mannschaften ist. Rot heißt natürlich, das wird ein ganz schweres Spiel. So, orange ist noch so okay. Und dann Richtung grün, hier haben wir eine Mannschaft, sollten wir eigentlich das bessere Team sein. Dann vom Menü hier Übersicht, da können wir uns hier die Ligen angucken. Auch DFB-Pokal, klar, wird auch alles simuliert, logisch. Hier haben wir die Nachrichten, wer verlängert, Angreifer. Und wir können auch diese Nachrichten immer draufklicken und dann uns hier Infos holen lassen. Wenn ihr zum Beispiel qua da wo, Spielerinfo, links, rechtsklick und dann haben wir den. Aber da kommen wir alles nach und nach drauf.
oben Kalender. Ich finde das einfach, das Menü ist auch sehr, es ist natürlich viel am Anfang, aber es ist eigentlich an sich super simpel. Du hast den Kalender oben, du hast deine Zentrale, wo du immer hingehen kannst, und hier werden dir alle Tipps gegeben, was man noch machen muss. Saisonziele, das gucken wir alles uns an, Karriere, Verein, so Fanartikel wurden noch nicht entwickelt. Zack, können wir direkt hier jetzt erledigen gehen und es uns angucken. Machen wir alles. Mannschaft, was fehlt hier noch? Training, wir müssen Konditionstraining machen und so weiter und so fort. Dann Kalender, haben wir schon gesehen. Ergebnisse, Spielplan, können wir uns alles angucken. Muss man eigentlich nicht machen. Und ihr seht schon hier, zweite Mannschaft, A-Jugend, B-Jugend. Also alles wird hier simuliert. Es gibt die nächsten Termine, das ist alles viel zu kompliziert, das braucht man nicht. Kalender ist wichtig. Juli 23 und jetzt kann man hier hingehen und Tag der Jugend machen, Sponsorentag, Saisoneröffnung, Autogrammstunde. Man kann Trainingslager machen, Probetraining, man kann Teamgeist erhöhen, manche Sachen muss man auch erst freischalten, Vergnügungspark, Essen gehen oder zum Beispiel an Weihnachten kann man auch eine Weihnachtsfeier machen, das geht natürlich nicht im Juli, ne, klar. Dann, wenn wir weitergehen, haben wir, gut, Ergebnisse kann man sich nochmal angucken, man sieht die Tabelle, auch wie sich unsere A-Jugend schlägt. Das ist natürlich, müssen wir alles noch bekommen, weil klar, wir haben keine zweite Mannschaft, wenn wir in der Oberliga sind. Wenn wir zum Beispiel in der dritten Liga sind, dann können wir irgendwann eine zweite Mannschaft machen. Dann gehen wir weiter in die erste Mannschaft und das ist auch schon richtig cool. Wir sehen die Stärken eigentlich wie in FIFA, von 0 bis 100. Unser bester Dude ist jetzt hier unser offensiver Mittelfeldspieler mit einer 55. Also wir sehen die Rücknummer, Position. Wie man es kennt, linke Verteidiger, rechte Verteidiger. Dann die beste Position, ne? Man kann natürlich auch sagen, okay, wir haben irgendwie hier den Flügelspieler. Der ist aber eigentlich viel besser als Stürmer. Ihr seht, dann geht es aber auf eine 45 runter. Man kann hier alles verschieben. Das geht leider im neuen IFC auch nicht mehr. Und dementsprechend passt sich auch das Rating an, rechts außen jetzt in dem Fall. Wir sehen Status. Hier haben wir zum Beispiel einen Ausländer. Das ist deswegen wichtig, weil man, wie sagt man, Vorschriften hat. Wie viele Nicht-EU-Spieler dürfen in der Liga spielen? Und das ist hier in dem Game auch vertreten. Also du kannst nicht nur Spieler aus, keine Ahnung, aus den USA holen, weil du bist in der Oberliga, du hast maximal 3 ausländische Spieler zum Beispiel. Nur zum Beispiel. Dann hast du hier das Talent, ne? Das ist klar, dass du besser talentiert, dass du schneller steigt die Gesamtstärke. Du hast das Alter, die Stärke haben wir schon. Fitness, also wie fit sind die Spieler und wie frisch. Also wenn die viele Spiele machen, gehen die Frische hoch, aber die Fitness an sich geht natürlich hoch durch Training. Dann haben wir die Form. Desto höher die Form, desto besser natürlich. Und desto niedriger, desto schlechter. Und wir haben die Moral. Das ist auch noch wichtig, denn du kannst mit jedem einzelnen Spieler, wir nehmen jetzt mal Pender und seinen Stürmer, rechtsklick drauf machen und kriegst alle Infos. Du kriegst seine einzelnen Sets, wie bei FIFA, Kretschen, Kopfballpräzision und so weiter. Du kriegst sein Talent, Nationalität, welche Position er bekleidet, welche er am liebsten hat, zum Beispiel Stürmer. Er ist ein Dribbler vom Spielertyp. Er hat 3 Sterne Weak Foot, wenn man so will. Und man kann hier Trainingsfortschritt anzeigen, wie viel er noch braucht bis zum nächsten Wert. Also er ist 95%, bis er dann Zweikampf 30 bekommt zum Beispiel. Wir sehen hier allgemein, können wir uns als Anzeigen, Marktwert, Gehalt, Marktwert 3400, okay. Sein Name, welche Sprachen er spricht, Gewicht, Größe, alles, Selbstvertrauen, alles wichtig, wie viel Erfahrung er hat. Das ist wichtig, erfahrene Spieler haben natürlich bessere Mentalitätswerte. Wie viel Disziplin er hat noch nie ein Problem, Führungsqualität, ihr seht es bei der Erfahrung, ist nicht so hoch. Ihr könnt es noch Details angucken lassen, falls man, eigentlich sind das ja schon voll viele Details, aber es geht natürlich noch viel tiefer. Er möchte eine faire Chance, das ist sein Ziel. Er ist natürlich nicht unser Stürmer Nummer 1 und deswegen, er will mindestens 5 volle Spiele machen und eine gleichwertige Anzahl, also 5 von Teil einsetzen. Also er will halt auch mal ein bisschen spielen, um zu zeigen, was er kann. Man kann jetzt sagen, Co-Trainer, hey, bitte stell ihn nur als Stürmer auf zum Beispiel, weil das seine Lieblingsposition ist. Man kann auch sagen, er muss aufgestellt werden. Man kann auch sagen, er kommt gerade aus einer Verletzung, mach bitte nur 80% Training. Zum Beispiel, auch die Verletzungen sind super quasi simuliert. Du kannst auch viele Aufgaben an deinen Co-Trainer abgeben, falls es alles zu viel ist. Dann Spielerentwicklung, klar, wie die Werte hochgehen, wie viele Spiele er gemacht hat, so viele coole Statistiken. Die ganze Karriere kann man sich angucken. Wie viel Durchschnittsnoten er bekommen hat und so weiter. Transfer kann man sich auch angucken. Seinen Verlauf, er hat bei Hoffenheim gespielt, wahrscheinlich in der zweiten Mannschaft dann. Ich meine, wie alt ist er denn? Müssen wir uns hier angucken, allgemein. Er ist 25, er ist 98 geboren. Hoffenheim hat dann bei Waldorf und dann Neckarsulm gespielt und jetzt eben beim VfR Mannheim seit diesem Jahr. Und Vertrag können wir uns natürlich auch angucken. Er hat noch ein Jahr Vertrag, 5000 Grundgehalt, Gehaltskürzung bei Abstieg, Auflaufprämie bekommt er auch.
Und jetzt, das ist ja alles super geil an Infos. Also, ach, ich habe so Bock, Leute. Aber dann gibt's noch. Wir können natürlich ein Vertragsgespräch machen. Wir können den Transferstatus ändern. Versicherungen können wir ihm geben. Ah, nee, möchten wir nicht. Das kannte ich jetzt noch gar nicht. Dann natürlich geil, finde ich immer Trainingsziele. Gerade bei Jugendspielern macht das so Spaß. Du kannst jetzt ein bisschen so, wie es gewesen ist, früher in älteren, etwas älteren verteilen. Du kannst jetzt einmal eine neue Position trainieren. Ja, 95% hat er schon verhängende Spitze. Klar, Torwarttraining würde ewig lang dauern. Du kannst jetzt aber jeden einzelnen Set trainieren. Zum Beispiel, wenn wir sehen, Trainingsfortschritt. Guck mal, er ist schon bei Dribbling richtig weit. Oder was ist hier bei Volley, 95%. Dann gehst du einfach hin, sagst Training, mach mal Volley. Dann kannst du das jetzt Trainingsziel hinzufügen. Und kannst jetzt sagen, auf welchen Wert er sich steigern soll. Kannst du halt bis hoch gehen, bis auf 99. Ne? Aber bei ihm, ne, keine Ahnung, wir wollen jetzt erstmal 50 und du kannst da jetzt als nächstes Flanke reinpacken und es wird dann nach und nach alles hochtrainiert. Und du kannst natürlich auch dann die Trainingsziele entfernen. Man kann auch sagen, nur wichtige Fähigkeiten für halt einen Stürmer zum Beispiel. Warum kann ich es jetzt nicht entfernen? Ah, jetzt, okay. War gerade nur, konnte ich nicht gut anklicken. Kannst natürlich auch entfernen. Machen wir dann alles später. Dann, weiß ich auch, du kannst mit jedem Spieler reden. Und du kannst sagen, yo, deine Fitness ist nicht so gut. Gib im Training alles, das ist so klassisch. Und je nach, zum Beispiel, er macht jetzt 3 Tore. Dann kannst du ihm auch sagen, geiles Spiel. Oder er verschießt irgendwie, zweimal schießt er in dem nächsten Spiel an die Latte. Und sagt er, Bro, du musst es ein bisschen mehr trainieren. Das kann nicht sein, dass du unsere besten Chancen weghaust. Du kannst auch sagen, du musst mehr Verantwortung übernehmen. Macht bei ihm jetzt keinen Sinn. Er ist 3 von 10 Führungsspieler. Er ist ganz niedrig in Erfahrung, das macht keinen Sinn. Aber du kannst sagen, du musst körperlich stärker werden. Er ist nicht so fit. Bam. Und er sagt, er verspricht in den nächsten Wochen Krafttraining zu machen und sich besser durchzusetzen. Schauen wir mal, wie es entwickelt. Dann kann man natürlich auch die Spielentwicklung angucken, das haben wir schon ein bisschen gesehen. Wir können auch die Teams angucken, wir können auch alle Spiele angucken. Man sieht auch die Fähigkeitspunkte, die er sich verbessert hat und so weiter und so fort. Du kannst sie mit anderen Spielern vergleichen. Man kann auch Spitznamen festlegen. Entwicklungsprognose. Man sieht, die werden schlechter mit dem Alter. Also sehr spannend. Das mag ich eigentlich nicht so sehr, also kann man machen. Aber ich will mich nicht quasi spoilern lassen. Vergleichen kann man noch ein Notizbuch öffnen. Man kann sich einfach zu jedem Spieler Notizen machen und die dann im Kalender quasi angezeigt werden. Man kann einfach drucken. Ich finde das so wild. Also, das ist nur die Spielerauswahl. Dann kann man als nächstes... Alter, das ist so geil, Leute. What the fuck? Klar, man sieht die Mannschaftsstärke. Das sind einfach nur die Stärken. Ich glaube, der Startelf zusammengerechnet. 548 haben wir. Und daran berechnet sich auch, ob wir die Gegner stark oder schwer sind. Wir können jetzt hier natürlich die Aufstellung ansetzen, unsere Teams. Und dann ist natürlich, wieso ist das wichtig? Man kann den Aufstellungsassistenten wählen, machen wir einmal ganz kurz. Co-Trainer fragen kann man auch, was der sagt, was sinnvoll ist. Man kann dann die Aufgaben, wer ist Captain, wer macht die Elfmeter und so weiter und so fort. Scout-Bericht haben wir noch, die Ergebnisse können wir jetzt auch machen. Aufstellungsregeln können wir auch machen. Also, das ist halt alles für Co-Trainer, ne? Soll er eher nach jung oder eher nach alt aufstellen? Wir machen alles selber, logisch. Drückennummern. Jetzt ist geil, Taktik. Wir können sagen, defensiv, ausgeglichen, offensiv. Wir machen es erstmal ausgeglichen. Wir starten erstmal rein. Wollen wir auf Konter gehen? 4-1-4-1. Wir machen natürlich noch die Aufstellung ganz so, wie es haben will. Abwehrreihe, Angriffsspiel, das kommt dann alles. Du kannst dir einmal, klar, ein Testspiel willst du vielleicht nicht so super intensiv spielen. Dann gehst du vielleicht nicht auf 100% wie beim DFB-Pokalspiel erste Runde, sondern gehst vielleicht beim Testspiel einfach auf 50%. Denn dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Spieler von dir verletzt, auch nicht so hoch. Du kannst die Abwehrreihe verstellen. Du kannst auf Abseitsfalle, Konter spielen, Passspiel, Angriffsseite. Willst du eher für über links spielen, wenn du da ein krasses Duo hast? Dann kannst du individuelle Anweisungen jedem einzelnen Spieler, kannst du hier Anweisungen geben. Ball halten, Dribbling, kein Gegenspieler. Du kannst auch die Anweisung speichern für all deine ZMs, da musst du nicht jeden einzelnen nehmen. Der hat jetzt zum Beispiel schon Dribbling. Dann kannst du Laufwege anpassen. Soll zum Beispiel dein Linksverteidiger eher invers spielen und eher Richtung Mitte ziehen? Oder soll der eher einfach die Liege ganz lang gehen, bis nach vorne? Zum Beispiel. Dann Teamvergleich, kannst du immer den Gegner angucken. Also das ist schon richtig geil. Und dann kannst du, nochmal offensiv, defensiv, kann nochmal alles angucken. Und dann kannst du alles speichern, 50 verschiedene Taktiken. Es ist geil, kannst du dann hier unten speichern. Dann machen wir jetzt erstmal auf OK. Das machen wir alles dann.
Das ist allein die Mannschaft. Und dann kannst du jetzt natürlich noch gehen. Zweite Mannschaft haben wir jetzt noch nicht, ne? Jugendmannschaft, A-Jugend, B-Jugend haben wir. Und dann sieht man auch, wird in der nächsten Saison ins nächste Jugendteam gehen. Man sieht auch die Stärke vom Team letztes Jahr in der Jugend. Und hier können wir auch noch Talent scouten. Hier haben wir nämlich vielleicht sogar ein, zwei gute Talente. Hier haben wir zum Beispiel einen Ukrainer, der nicht schlecht ist. Oder hier ein Deutscher. Yannick, Kasrowski, Oberberger. Also gute Leute. Und natürlich ist es sinnvoll, die A-Jugend Jungs zu holen, die schon unsere Taktik haben, ne, ist klar. Aber das ist so geil, allein du hast hier A-Jugend, B-Jugend, zweite Mannschaft und dann, das finde ich auch so toll, Training. Du hast ein Mannschaftstraining, individuelles Training, Trainingsgruppen und langfristig, da kannst du halt ein bisschen planen. Mannschaftstraining, klar, ist alles, kannst du alles einfach einmal kurz Trainingsassistent machen und fertig. Du kannst aber, du hast immer 4 Slots am Tag, das ändert sich auch, die Intensität musst du natürlich machen. Du kannst Trainingsgruppen machen, Torhüter, zweite Mannschaft Training und du kannst jetzt Fähigkeiten trainieren, zum Beispiel Schüsse, dann werden die halt extra trainiert, die Fähigkeiten. Du kannst Taktiken trainieren, die du haben willst, Fitness, sonstiges, zum Beispiel Elfmeter. Du kannst auch Straftraining machen, wie ihr es gesehen habt und dann kannst du hier die Slots eben befüllen und kannst es dann editieren. Du kannst Motivationslehrer, du siehst auch hier Teamtaktiken, wie gut ist die Teamfitness, wie Team. Unser Team kann zum Beispiel Pressing fast gar nicht, Abwehr ist schon mal ein bisschen besser. Aufbauspiel 2 von 5 ist natürlich nicht geil, Ecken 1 von 5 ist zum Beispiel komplett scheiße. Das heißt, wir sollten vielleicht Standards trainieren. Dann kannst du aber Spieler, haben wir schon gesehen, ne? Trainingsziele können wir anpassen, Trainingsgruppen können wir machen, zum Beispiel, dass wir einmal montags trainieren, alle Stürmer zusammen und alle Defensivspieler zusammen in einer Gruppe. Zum Beispiel. Und dann kannst du hier langfristig, wir haben jetzt die Sommervorbereitung, das heißt, wir haben krass auf Fitness. Das ist jetzt alles schon, können wir alles einstellen, werde ich auch alles auf Fitness. Dann müssen wir aber in der Saison gucken, wenn wir viele Spiele haben, müssen wir nicht krass Fitness trainieren, weil die werden fast jede Woche ein Spiel haben. Dann geht es eher vielleicht nochmal um die Taktik und so weiter und so fort. Und so kann man dann das Training anpassen. Ich finde das super, super cool. Dann, als letztes haben wir noch die Teamdynamik. Hier haben wir alle Spieler, hier haben wir zum Beispiel Pascal Panda, den haben wir schon gesehen, den haben wir schon gesprochen. Hier ist immer wichtig, dass wir mit allen reden, Teamdynamik sollte möglichst hoch sein. Hier sehen wir auch, möchte er eine faire Chance, was ist er, möchte einen langfristigen Vertrag. Gucken wir uns den Typ kurz an, er ist wie alt, 29, ist ein ganz guter Linksverteidiger. Gucken wir uns an und da kannst du hier immer reden, du hast die Teamhierarchie, wer ist gerade der Boss in der Mannschaft. Wir haben ein paar Newcomer, wir haben ein paar einflussreiche Spieler, unser Kapitän ist aber nicht ein Führungsspieler, interessanterweise. Da haben wir unseren Linksverteidiger Hassan Amin. Statistiken, wir können uns die Versprechen angucken. Das sind dann auch Versprechen an die Mannschaft insgesamt oder an einige Spieler. Da gibt es diese Spielermatrix, das kann man sich richtig krass vertiefen. Muss man aber auch nicht unbedingt, muss man sagen. Muss man nicht unbedingt. Zum Beispiel, die beiden kämpfen um die Position, da ist Konfliktpotenzial. Die beiden wollen beiden die Ecken machen, Konfliktpotenzial. Die beiden hier verstehen sich ganz gut. Und dann hat man auch hier die Teammatrix und kann sich wirklich perfekt angucken, welcher Spieler mit wem gut kann und so weiter und so fort. Das ist aber sehr, sehr speziell. Wirklich sehr, sehr speziell. Dann kann man hier auf Transfers gehen, Verträge sich angucken. Klar, wir sehen Gehalt, wer ist Topverdiener. Es ist unser bester Spieler hier, Quadvo. Dann, was Forderung ist, Marktwert und so weiter und so fort. Auch Laien kann man sich hier angucken, zukünftigen Wechsel und so weiter und so fort. Transfermarkt kann man gehen, hier kann man alle Spieler sich angucken. Wenn wir mal ganz kurz gucken, Spieler suchen. Hier haben wir zum Beispiel von Frankfurt oder hier ein Puerta von Leverkusen. Lovro Meier von Wolfsburg, das sind natürlich krasse Spieler. Jetzt Šeško, ein Baumgartner von Leipzig. Die verdienen natürlich auch Marktwert relativ hoch. Kann man sich halt alles angucken, wie man es kennt. Man kann auch Kooperationen machen mit anderen Mannschaften, wo man vielleicht von größeren Mannschaften Spiele ausgeliehen bekommt. Scouts sind natürlich auch wichtig, die Jugendscouts auch. Man kann dann in der Umgebung scouten, in Mannheim zum Beispiel jetzt bei uns oder in anderen Ländern. Und natürlich Kaderplanung kann man sich vertiefen. Dann Verein, gibt es natürlich die Mitarbeiter. Trainerstab, Co-Trainer, Amateur, Fitness, Torwarttrainer. Amateurtrainer wird natürlich wichtig für die Jugendmannschaften. Da haben wir einen richtig, richtig, richtig guten Jugendtrainer. Ein Amateurtrainer, sorry, nicht Jugendtrainer. Jugendtrainer ist Trash. Fitnesstrainer haben wir auch einen super Typ. Medizinische Abteilung. Ein Arzt, Masseur, Psychologe, Spezialärzte haben wir dann noch. Da können wir auch noch mehr uns dann holen. Physiotherapeuten und so weiter. Management. Da sehen wir auch die Nationalität. Wichtig ist natürlich, dass alle Deutsch reden im Team, ne, klar. Dann haben wir Marketing, Bauleiter wird dann wichtig. Sportdirektor und Geschäftsführer haben wir. Werbung, da haben wir Pressesprecher, brauchen wir auf jeden Fall noch einen. Scouts haben wir eben nur einen. Und da kann man sich hier alle angucken. Da kann man sich wirklich ganz, ganz viel vertiefen.
Man kann auch Aufgaben übertragen, das meinte ich eben, momentan machen wir alles. DT Montonio, aber wir können auch einfach sagen, unserem Co-Trainer Savanovic ist es ja. Savanovic ist unser Co-Trainer. Der hat natürlich auch eine bevorzugte Taktik und so, da muss man immer ein bisschen aufpassen. Das sind die Mitarbeiter. Dann haben wir Finanzstatus. Wir haben momentan 1 Million ungefähr. Wir sehen, was hochgeht und was niedriger wird. Eintrittskarten, da müssen wir ein bisschen und steigern. Fanartikel, Mitgliederbeiträge, das sind die Einnahmen. Kontostand, Einnahmen, Ausgaben, wenn wir uns da mal kurz angucken, haben wir noch nicht so viel. Buchungsjournal, dann sieht man Merchandise, also da kann man wirklich alles sich angucken. Dann Merchandise, haben wir schon erwähnt. Wir haben hier ein Heimtrikot, Schal und Wimpel, die wir verkaufen im Fanshop. Wir können aber auch neue Sachen entwickeln, zum Beispiel eine Wanduhr, ein Thermometer und das gibt natürlich alles Geld. Prototypen, Sticker können wir zum Beispiel schon bald machen. Dann Trikots können wir natürlich jede Saison verändern. Heimtrikot, Auswärtstrikot, Torwarttrikot, alles sowieso. Das können wir noch ein bisschen schöner machen hier. Dann gibt es den Kartenverkauf, da können wir uns das Stadion angucken. Ihr wisst, Stadion-Editor. Wir sehen auch erwartete Zuschauer, mögliche Verkäufe. Wir haben Fanbasis von 362, eine Gesamtkapazität von 8000. Wir können die Preise von jeder einzelnen Tribüne hier anpassen. Dann auf Sponsoring, wird natürlich auch wichtig, Trikotsponsor, da haben wir hier. Das finde ich auch so geil. Ich verstehe, dass es in heurigen Welt schwierig ist mit den ganzen Lizenzen. Wir haben hier einfach Amazon als Sponsor. What the fuck, für ein Jahr. Wie cool ist das denn? Als Angebot, das machen wir dann alles noch. Namensrechte für die Tribünen können wir vergeben. Sponsorenpyramide, zum Beispiel Visa als lokalen Sponsor. Bandenwerbung, Lidl. Also so, so geil. Dann als nächstes Erfolge. Wir haben eine Meisterschaft gefeiert. Das war's. Pokal. Haben wir nichts. Also da fehlt noch ganz, ganz viel. Das wollen wir natürlich ändern. Und dann Fans. Und das finde ich auch sehr, sehr cool. Einmal wie die Beliebtheit ist, dann gibt es ja auch immer so Meinungen. So zum Beispiel DT Montonio, wer ist das überhaupt? Keine Ahnung. Dann wäre es beliebt, dann kannst du auch später so Freikarte für Spiele und so weiter und so fort. Infrastruktur, da haben wir unser Stadion. Wir können auch nicht die zweite Mannschaft Jugendstadion. Das Rhein-Neckar-Stadion ist da unser Stadion. Mit 8000 Mann, das haben wir schon gesehen. Kapazität, da ist auch, haben wir VIP-Logen, Stehplätze, Sitzplätze und so weiter und so fort. Und dann können wir auch den Stadionneubau einmal begehen. Das machen wir aber gleich. Dann Infrastruktur haben wir allgemein quasi so eine Art Campus. Wir können Gastronomie, Toiletten, Nahverkehr, Spielerumkleiden, VIP-Logen alles machen. Aber auch Sachen wie Bürogebäude und so weiter und so fort. Müssen natürlich renovieren. Es gibt dann alles auch Boni, Fitness, Parcours, Hotel, Jugendzentren. Klar, es gibt alles Boni dann. Und dann haben wir noch den Jugendcampus. Da haben wir natürlich noch nicht so viel, um ehrlich zu sein. Und dann haben wir noch unsere Karriere, wo wir uns selber angucken können. Da ist noch nicht so viel zu sehen. Spiele beobachten können wir natürlich auch. Karriereoptionen. Und da haben wir noch den privaten Bereich. Hobbys können wir zum Beispiel machen. Wir haben unsere Familie, Autos, Häuser, Luxus, Aktienmarkt. Wir können Aktien kaufen von Borussia Dortmund zum Beispiel. Andere Anlagen, Aktienfonds. Also es ist so krass. Und also Leute, das war einfach nur, es ist ein bisschen so eine Folge, um reinzukommen, aber ich werde jetzt ein bisschen was vorbereiten und euch einführen, wie es dann in der zweiten Folge so richtig losgeht. Vorher wollte ich euch aber noch Werbung für ein Finale, ist natürlich auch geil. Wir können zum Beispiel irgendwann mal das Champions League Finale hosten, wie geil, aber den Stadion Editor wollte ich natürlich einmal kurz öffnen. Muss ja einmal kurz laden, das Rhein-Neckar-Stadion. So sieht das gute Schmuckstück aus, du kannst mit WASD, ja, muss jetzt gerade ein bisschen laden. So. Wir können uns hier durchbewegen, das ist unser Stadion, hier chillen ein paar Dudes. Ihr seht, klar, FM13, ne? Das ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei, aber ich finde das so geil. Imagine das hier mal, IFC. Wir haben unsere Tribünen, wir können die auch immer auswählen. Hier unsere Haupttribüne. Und hier sieht man einfach alles, was verbaut ist. Und wir könnten jetzt hier nochmal 10 Reihen einfach draufbauen. Ganz oft. Das macht natürlich keinen Sinn, kostet uns auch über 3 Millionen. Deswegen machen wir ganz kurz mal rückgängig das Ganze. Wir können aber auch ein bisschen Wände, Geländer können wir anpassen, Dächer. Wir könnten zum Beispiel sagen, oh, irgendwie auf der Haupttribüne hätte ich gerne ein Dach. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen nach dem Geld gucken. Nehmen wir mal ein günstiges, nehmen wir mal ein Flachdach. Vielleicht 2. Bam, da haben wir hier ein Dach. Und das kann man hier auch in der Ecke, machen wir vielleicht ein Flutlicht. Wir haben hier ein großes, haben wir schon. Vielleicht eine Anzeigetafel. Bam, haben wir eine Anzeigetafel. Und die kannst du alles machen, alles selber gestalten. Und da habe ich auch so Bock drauf. Klar, desto größer der Verein, desto größer das Stadion. Aber das wollte ich euch einmal kurz mal zeigen, den Stadion-Editor. Und
Dann, ja, mache ich jetzt erstmal ein bisschen Taktik und führe ich dann auch da durch. Okay, ich habe sie auch schon gearbeitet. So, wie spielen wir mit einem 3-5-2 mit 3 Verteidigern, einem defensiven Mittelfeldspieler, 2 ZMs, links Mittelfeld, rechts Mittelfeld und 2 Stürmern. Wenn wir auf Taktik gehen, habe ich das ein bisschen bearbeitet. Der mittlere Innenverteidiger darf sich ein bisschen zurückhalten, was die Intensität der Tackles angeht, darf aber relativ kreativ spielen. Man sieht es hier so ein bisschen an diesem Kreis, das ist quasi der Bewegungsradius. Unser defensiver Mittelfeldspieler hält sich zurück mit den Vorstößen, hält ein bisschen den Ball, deswegen auch kleiner Bewegungsradius. ZM hat einen großen Bewegungsradius, soll nach vorne gehen. Das gleiche gilt für unsere Außenspieler, die dürfen viel flanken, viel vorstößen, viel steil gehen. Ähnlich auch bei unseren Stürmern, viel Bewegungsradius, die dürfen steil gehen, viele Vorstöße machen, bei Standards nach vorne genauso wie ein Verteidiger. So sieht das Ganze also aus. Ah, eine Sache fehlt noch, die will ich euch noch zeigen. Das muss ich noch kurz machen. Oder ist schon? Genau. Einsatz halten wir erstmal bei 50% für die Testspiele und so weiter. Abschlüsse eher kurz, auch das Passspiel versuchen eher kurz. Vorsichtig ist riskant, auch bei 30% bitte. Abwehrreihe 40. So, und Pressing quasi ab der Mittellinie ab 50%. Man kann jetzt hier auch noch einen Spielmacher einstellen. Das müssen wir uns aber erst gucken, was so gut funktioniert. Wer ist der Sturmtank? Kann man alles einstellen. Ecken kommen jetzt gerade auf einen kurzen Pfosten. Man kann sie auch auf einen langen Pfosten schlagen, wenn man will. Wir machen einfach mal so mittig. Gucken einfach mal, wie sich das alles auch ergibt. Flanken können gerne eher ein bisschen aus dem Halbfeld kommen. Gerade mit 2 Stürmern drin. Und das Ganze speichern wir ab. Und unsere Taktik einmal überschreiben. Und damit haben wir das fertig, Leute. Unsere erste Taktik. Wir brauchen unbedingt Spieler, die da auch fitten. Wir haben relativ talentierte Spieler auch drin. Die Mannschaft stelle ich euch auch beim nächsten Mal dann noch so richtig vor. Wir haben auch schon ein bisschen was im Newsletter drin. Hier kriegt man auch immer alles gesagt. Ein Jugendspieler, finde ich auch geil. Will unter Freunden Unterklassik spielen. Wir haben auch viele Porträts tatsächlich von echten Spielern, weil ich auch sehr cool finde. Wir brauchen einen neuen Sponsor. Das machen wir jetzt mal ganz kurz noch in dieser Folge. Amazon, ja, bitte. Wir können es hier auch verhandeln. Das finde ich auch mal so geil. Summe. Ja, wir gehen hier ein bisschen runter. Am liebsten hätte ich 2 Jahre. Wir sehen auch, Premium kriegen wir nur beim Aufstieg. Ja, wir können bei der Summe ein bisschen runtergehen. Wir können aber auch warten. Die Stimmung darf nicht zu tief werden. Wir müssen uns in 60 Sekunden einigen. Können wir 2 Jahre machen? 2 Jahre wäre halt schon geil. Gesicherte Einnahmen. Oder nee, wir machen lieber nur 1 Jahr tatsächlich. Wir bleiben cool. Also, ich meine, überlegt euch diesen Karrierebonus und dann IAFC. Herzlichen Glückwunsch. Prämienzahlung, ganz ehrlich, da können wir ein bisschen näher kommen. Wir müssen uns ein bisschen einigen, gell? Aber unter 11.000 würde ich... Na gut, wir sind unter 11.000. Wir warten noch. Komm, Prämienzahlung, als ob wir aufsteigen im ersten Jahr. Ja, scheiße, wir müssen. Am Ende 9.060 sind es geworden. Amazon ist halt auch ein krasser Partner. Aber haben wir gemacht? Damit haben wir jetzt das Geld. Amazon. Wir könnten auch neue Sponsoren anwerben, aber das ist gar kein Problem. Wir können auch die Namensrechte verteilen von der Haupttribüne zum Beispiel. Wir können die auch umbenennen, die Haupttribüne, aber ist jetzt noch nicht so wichtig. Wenn wir mal einen legendären Spieler haben oder sowas. Oder kann ich auch recherchieren beim VfL Mannheim. Sponsorenpyramide. Wir können mal einen Tag der Sponsoren noch machen. Wir haben noch 54 freie Bandenplätze zum Beispiel. Dann gehen wir in den Kalender rein. Wann ist denn das erste Spiel? Ende August. Dann wisst ihr was, dann machen wir Mannschaft. Ein Trainingslager. Wir machen das Trainingslager, aber wir können auch die Dauer auswählen, wo wir es machen wollen. Schwäbisch Hall. Machen wir es mal in der Schwäbisch Hall, ist nicht so teuer. Trainingsschwerpunkt ist die Fitness bei uns. 14 Tage machen wir mal. Kosten 21.000, ist okay. Dann machen wir... Können wir noch irgendwas... Wir machen hier einen Tag der Jugend rein. Vielleicht kommen ein paar coole Jungs. Dann machen wir Samstag vorm Trainingslager machen wir einmal den Laktattest. Wobei eigentlich eher danach, ne? Ne, machen wir am Anfang. Ist gar nicht so dumm.
Autogrammstunde, Charity-Lager, Probeting, Teamgeist. Dann machen wir am zweiten Tag, am Dienstag, machen wir direkt, das können wir erst, können wir noch gar nicht. Ich würde eigentlich ganz gerne ein Freundschaftsspiel, ja, genau. Machen wir vielleicht am Donnerstag. Können wir das schon machen, Freundschaftsspiel? Ja, können wir schon. Wir können starke oder schwache Gegner nehmen. Wir fangen erstmal an mit einfachen Gegnern. Man kann auch gegen die zweite Mannschaft dann spielen, gegen das eigene Jugendteam. Nehmen wir mal hier zum Einspielen Trainingsgelände, ja, passt, zack. Einen leichteren Gegner. Und dann hier am Sonntag direkt nächstes Freundschaftsspiel. Etwas stärkeren Gegner, aber immer noch nicht zu schwer, bitte. Sportsfreunde Düren können hier, zack. Und dann haben wir eine ganze Woche Training und dann zum Abschluss des Trainingslagers am Samstag machen wir nochmal... nicht absagen. Oh Gott. Kleiner Fail. Freundschaftsspiel. Gehen wir in den starken Gegner rein. Holen wir uns... wir könnten halt anfragen. Oh mein Gott, Dortmund würde mit uns. Leverkusen, Gladbach. Hier haben wir echt viele. Wir nehmen mal Berlin, Union Berlin. Oh, Dortmund wäre halt krass. Dortmund wäre echt krass. Aber wir nehmen mal die Gladbacher. Wir nehmen mal Borussia Mönchengladbach. Die kommen einfach für uns zum Trainingsspiel. Wie geil ist das denn, Leute? Und mit dieser guten Nachricht verabschiede ich mich für die erste Folge. Es war viel zeigen, viel erklären, viel machen. Beim nächsten Mal gucken wir uns die Spiele an. Holen uns die Taktik, vielleicht Jugendspieler in die erste Mannschaft und die ersten Transfers und auch schon die ersten Spiele. Ich hoffe, die erste Folge hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Schreibt mir gerne Tipps und Kritiken in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.